Hallo alle zusammen, hier ist die kleine Minikamera in diesem niedlichen Tino-Design, in diesem rosa Farbton. Man kann das Silikon hier zwar noch abmachen, dann wirkt es nicht mehr ganz so kindlich, allerdings gefällt mir das so besser, weil man den Dino hier eben ganz gut sieht. Diese Kamera kann die Bilder direkt ausdrucken, schwarz-weiß, mit einer mäßigen Tonqualität. Und diese Rollen, die kann man austauschen, indem man das einfach öffnet, alte Rolle raus und eine neue Rolle einfach hier rein und wieder zuklappen. Damit ist die Rolle ausgetauscht. Und der Hersteller liefert gleich 5 von diesen Rollen mit. Und diese Rollen kann man auch sehr leicht nachkaufen. Man muss eben gucken, dass diese Breite passt. Jetzt wollen wir das Ganze mal anmachen. Wird hier hinten angemacht, dauert ein bisschen. Und dann wird man mit einem Farbdisplay belohnt, der eben auch Geräusche macht. Wir haben hier einmal Fotos, Videos. Das, was man bereits aufgenommen hat, wird hier auf einer SD-Karte gespeichert und kann sich hier angeguckt werden. App bedeutet, ich kann das mit dem Computer drahtlos verbinden. Und hier gibt es noch Spiele. Ich glaube einmal, dass man einmal Musik hören kann. Ein Puzzle und ein Memory-Spiel gibt es hier. Und wir haben hier Settings, da kann man das Ganze noch umstellen. Light Setting zum Beispiel kann ich hier sagen, dass er hier oben leuchten soll. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, hier Print After Capture zu machen. Das heißt, er druckt immer sofort das Bild aus, wenn man was gedruckt, fotografiert hat oder nicht. Das kann man hier ein- und ausstellen. Wichtig ist dieses Print Density, das heißt, je höher die ist, desto schwärzer ist das Bild. Das heißt, es ist wichtig, wenn es draußen nicht ganz so hell ist, wenn es sehr hell ist. Und wenn man die Density runterstellt, das ist dann wichtig, wenn es eben nicht ganz so hell ist. Dann ein bisschen rumprobieren, dann kann man die Qualität des Ausdrucks doch noch deutlich steigern. Aber insgesamt würde ich empfehlen, eher bei viel Licht zu fotografieren. Size kann man hier einstellen von 5 bis 48 Megapixeln, wobei das wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied macht. Wichtiger ist hier wahrscheinlich die Auflösung auf 1080p hochzustellen von 720p. Ansonsten gibt es hier natürlich auch eine deutsche Sprache, allerdings ist die Übersetzung nicht ganz so gut und ich tue mich hier mit dem Englischen ein bisschen leichter. Ja, und hier sieht man eben, was man noch einstellen kann. Also das haben sie recht schön gemacht und jetzt wollen wir uns natürlich einmal angucken, wie funktioniert das mit dem Fotografieren. Na? Hier, jetzt sind wir hier beim Fotoapparat und da fotografieren wir jetzt einfach mal hier dieses Bild und drücken hier drauf. Foto ist gemacht und jetzt kommt hier auch gleich vorne das Bild raus, weil ich es eben erstellt habe. Gesagt habe, dass er es gleich ausdrucken soll. Und da drückt er das jetzt. Und man sieht schon die Bildqualität. Könnte besser sein, aber wenn man Menschen oder so fotografiert, erkennt man das schon. Ich habe hier einfach mal unseren Hund fotografiert. Einmal Druckdichte 1 kann man recht gut erkennen und Druckdichte 4 ist er schon fast zu schwarz. Also am besten wäre wahrscheinlich hier irgendeine Druckdichte von 3, vielleicht 2, um hier das beste Bild rauszukriegen. Und Menschen kann man durchaus erkennen. Also egal, ob das Kind jetzt hier zum Spaß ein paar Fotos macht oder ob man das Ganze zur Hochzeit mitnimmt und einfach ein paar Fotos direkt ausdrucken kann, das Teil macht schon Spaß.